Da muss ich aussteigen. Ach nee, Quatsch, auf L ist das. L? Ja, da kann Guthaben? ich hier Kontenübersicht, da kann ich hier Geld überweisen. Ah. Warte mal, wie viel hatte ich am Anfang? Ist egal, komm, brauchen wir ja nicht hier. Wie viel Ich würde Geld hast du jetzt? Du 8.844. hast 10 Euro mehr als ich. Wie bitte? Du hast 10 Euro mehr als ich. Hast du halbe halbe jetzt gemacht oder Ne, ich wie? habe dir einfach mal 3000 überwiesen. Es war Ah. abgezogen von den Dukes, war es die Hälfte vom Startkapital. Okay. Und Weil wie fällt das dir? mit 6000 haben wir das Ganze angefangen, aber ich habe ja für 10 Euro die zwei Autos geholt. Die Felder sehen lustig aus hier jetzt. Ja, solange es keine Kornkreise sind. Ich gehe noch mal in den Händler rein und schau mal mit den Geräten. Ja, das erste, was wir jetzt fürs Feld bräuchten, wäre dann halt die Ballenpresse. Da bin ich jetzt schon. Mal schauen, aber die kosten 120.000. What the? Yep. Dafür habe ich mir die Plugins mitgeholt. Ach, die Mods mitgeholt. Weil da gibt's günstigere. Aber ist ja wurscht. Wir müssen das Stroh ja nicht gleich. Wir können es ja auch einfach wieder wegrubbern und so. Ja, notfalls bei der nächsten Runde können wir das mit einpflegen. So, Miststreuer. Miststreuer, also dazu brauchen wir dann auch erstmal wieder Mist. Ja, dafür brauchst du einen Kuh. Ist doch alles schon wieder irgendwie Mist. Ja, aber ist ja nicht dein Mist. Aber das wäre doch schon mal ein Anfang. Oh, und wir kriegen nur glückliche Kühe. Boah, nicht zu wissen, dass die Kühe glücklich sind. Steht in der Beschreibung drauf. Ach Bei uns so. erhalten sie nur glückliche Kühe. Ja, wir erhalten sie, wenn sie glücklich sind. Aber die Frage ist, was sind sie, wenn sie bei uns sind? Ja, ich habe gelernt, dass diese schwarz-weiße Kühe, die ich nicht so schön finde, Milchkühe sind. Also die wissen, dass sie nicht gefuttert werden. Das muss doch eine Kuh an sich schon glücklich machen. Schätze mal schon. Ja. Da muss ich wieder zurückdenken. Früher, Und als ich noch kleiner war, ne? ja. Da habe ich ja auch auf dem Dorf gewohnt. Okay. Und da waren auch jede Menge Kuhweiden immer. Und da war ich immer voll glücklich, wenn ich da mal irgendwo eine braune Kuh gesehen habe. Weil da gab es ja immer Ja. bloß die Schwarz-Weißen. Braun waren immer ganz selten. Aber die Braunen werden gefuttert. Und jetzt, wenn du rumguckst, siehst du überall bloß solche braunen Kühe. Ich mag diese Kühe, die so Ponys haben. Ich glaube, das sind so Highland-Kühe oder so irgendwie. Die sehen gut aus, werden aber gefuttert. Highland-Kühe. Das sind doch die Kühe, wo dort irgendwie mit dem Schwert rumrennen und anderen Kühen den Kopf abschlagen. Genau, es darf nur eine Kuh geben. Es kann nur eine geben. Irgendwo gibt es da so ein Video, da kämpft so eine Kuh gegen so einen Karate-Typen. Ja, und spritzt damit Milch. Hey, was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Warum hältst du denn jetzt an? Aha, also nicht nur ich bin so. Ich weiß nicht, ich drücke auf die 1 und hat er angehalten. Ach, ist das, wenn man die Fahrstufe 2 mehr drückt, dann hält das Ding wahrscheinlich an. Ja, das passiert mir auch immer. Wenn ich ein bisschen ungeduldig bin, er fährt nicht los. Dann drücke ich zweimal oder drei, viermal. Und dann fährt er wieder los und bleibt wieder stehen. Ja, das Ding ist ja, ich lenke ja um, da mache ich ja langsamer, da fahre ich mit der Fahrstufe 1. Und wenn ich dann wieder Ja. drauf bin auf dem Feld, will ich ja mit der Fahrstufe 2 weitermachen. Aber Okay. kurioserweise drücke ich dann trotzdem nochmal die 1. Dann bleibt der Kahn einfach stehen. Da ist der Gang dann rausgerutscht. Aber ich glaube, du hast recht. Hier gibt es keine Autos im Nee, im Multiplayer. Multiplayer gibt es keinen Verkehr. Oh, das ist ja gut für mich. Ja, du als Verkehr, das ist mehr als genug. Ja, hast recht. Solange nicht noch mehr Fahrzeuge auf der Straße stehen lässt, geht es noch. Ja, wenn du mal Aber das okay, Volk. das war ja nur eher meine Schuld. Ich habe die falschen Autos gekauft. Ich hätte doch mal vielleicht nach einem höheren Geldbetrag da schauen sollen. Ich habe ja mal Multiplayer gespielt mit Dark Orbit und Tobi. Und die haben mir eine Freude gemacht. Ich habe gestern kurz mal mit Dark Orbit gespielt. Tobi konnte nicht. Und die haben mir einen Traktor geholt mit vier Anhänger hinten dran. Ui. Da durfte ich ein bisschen rumfahren. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Die fanden es lustig. Das musst du erst mal schaffen, vier Anhänger da dran zu hängen. Dark Orbit hat gesagt, 42 ist der Rekord.
Also wenn sie richtig gerade hintereinander stehen, die Hänger, mag es gehen. Ja, aber du musst die einzeln immer anhängen. Und dann wieder abhängen und dann den nächsten dran und dann wieder abhängen. Also irgendwie ist ganz komisch. Hm. Nee, da komme ich bloß auf dumme Idee. Nein, wir wollen das hier simulieren und nicht irgendwelchen Blödsinn machen. Ja, aber du hast ja 4 Slots frei oder 6, glaube ich. Nee, ich habe auf 2 erstmal bloß eingestellt. Nee, ich meine die Welten. Ach so, ja, da hast du mehr als genug, das kannst du ja noch runterscrollen, das ist nicht das Problem. Ah, da gibt's mehr, bei Ski-Simulator glaube ich nur 6 oder so. Wie viel Prozent hast du momentan? 83. Aber wir können jetzt wieder dynamisches Abladen machen, weil ich jetzt an den Feld rankomme. Damit ich hier nicht nur so dumm rumstehe. Ah, da kommt ein Rüssel schon. Ja. Ah. Au, 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 au. Lackschaden. Ich darf nicht schauen, irgendwo anders hin und gleichzeitig fahren. Ich glaube, meine Prozessorleistung ist einfach für die reale Welt zu schlecht. Real-Life-Processing. Ja, ich soll das Englisch lieber lassen, das ist bei mir nur so. Ja. Also Stufe 1 bin ich zu schnell. Ja. Da musst du mit dem W spielen. Ich bin leer. Okay. Super, jetzt habe ich die Hälfte schon stehen lassen. Oh mein Gott. Oh, sieh's. So machen wir nur Verluste. Ja, so. Ich merke. Na, da fahr ich später nochmal hin. Das ist nicht das Problem. Ich hol mal mein PDA nochmal raus und schau mal. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, haben wir in der Brauerei am Anfang... Nee, es war 1441. Nee, es hat sich nichts geändert, so viel ich weiß. Nee. Es ist ja, wenn der nächste Tag dann ist, ich glaube, dann werden auch die komischen Pfeile aktiv. Ob ich, ob der Preis gestiegen oder gesunken ist. Ach so. Vielleicht dann über Nacht wird aktualisiert dann. Schätze mal. Ah. Oh, ich habe so lange gebraucht, um rauszukriegen, was eine BGA ist. Ich habe erst gedacht, es wäre irgend so eine Berufsgenossenschaft, kam aber nicht auf das A. Und im Internet hat es auch lange gedauert, bis ich da was gefunden habe. Und was ist es? Ich weiß es nicht. Biogasanlage. Ach. Ja. Auf YouTube habe ich schon öfters mal gelesen. Landwirtschaftssimulator, Biogasanlage. Ja, und wir machen ja was Sinnvolles. Wir machen aus unserem Zeug Bier und die verbrennen es einfach. Aber wenn man genug Bier trinkt, ja, dann ist man auch selbst eine mobile Biogasanlage. Gasanlage. Siehst du, da kann man es doppelt nutzen. Weil, ja, die Bierfürz, das ist nämlich auch so ein Ding. Also, die Art und Weise, wie das Feld jetzt hier aussieht, das ist doch recht kurios. Irgendwie ist da jetzt kein System mehr drin. Na gut, wir sind noch in der Lernphase, wir sind angehende Jungbauern. Ja, durch das krumm und bucklig fahren, das, wenn du dir die erste Spur anguckst, wenn du jetzt aufs Feld zufährst, die ist schon recht kurios. Die ist vorne richtig schmal und dünn und hinten wird es dann immer dicker. Ja, vielleicht hast du schon angefangen mit dem Bier zu trinken. Also ich sehe jetzt keins. Also ja, beim German Truck Simulator haben sie mir empfohlen, dass Bier auf dem LKW verboten ist. Yep. Ich denke mal auf dem Mähdrescher dann wahrscheinlich auch. Ah, bei der Gelegenheit. wir wohnen, oder ich wohne ja in der Nähe von Frankreich. Und die haben ab Juli ein neues Gesetz. Man muss einen Alkoholtest mit sich führen. Also da wird es 1,50 irgendwie so eine Tüte mit Röhrchen geben. Und wenn sie dich anhalten, musst du das vorzeigen. Wie es jetzt auch in manchen Ländern üblich ist, dass man eine Warnweste dabei hat, muss man so einen Tester dabei haben. Gut. Irgendwann hast du gar keinen Platz mehr in deinem Auto, weil du irgendwelche Sachen alles mit dir führen musst. Ja, der Witz ist ja, die wollen ja damit erleichtern, dass du vor dem Fahren testest, um den Alkoholmissbrauch ein bisschen einzuschränken. Ach so, du sollst das Ding dann also praktisch schon benutzt haben? Nee, gerade eben nicht. Du musst ein unbenutztes haben. Wenn es benutzt ist und es wäre ja logisch, dass du dann sagst, hey, ich komme gerade aus der Kneipe, ich habe es benutzt
und habe jetzt kein frisches dabei, zählt's nicht. Du musst es unbenutzt haben. Also hat es rein theoretisch keinen Sinn in der Form. Aber du musst immer eins dabei haben. Ja, dann ist es höchstens, damit sich die Polizei das Geld spart. Das kann auch sein. Dass du dann gleich sagen kannst... Wenn sie sich schon keine vernünftigen Autos in Frankreich leisten können, die Polizei, dann noch wenigstens... Ja. Aber das Schöne ist, du musst auch als Tourist praktisch das mitführen. Das zählt auch nicht, dass du auf Durchreise bist und sagst, ich kenne das nicht oder so. Ja, das ist ja sowieso. Das ist ja wie in Österreich, da kannst du auch nicht sagen, wegen, ja, ich bin bloß Tourist, hier muss ich es nicht anschalten. Das ist ja... Ja. Ah, die haben Lichtpflicht? Wenn ich mich jetzt nicht irre, in Österreich haben sie, glaube ich, die Lichtpflicht. Okay. Ist ja genauso wie es in Österreich, die Polizei darf da ja, glaube ich, rein optisch hier auf dem Augenmaß her Geschwindigkeit beurteilen. Ah, okay. Also die können sich auch schon mal auf den Hügel stellen und sagen, der ist zu schnell, den halte ich an. Auch nicht schön. Fraglich, ob es noch so ist, aber es war auf jeden Fall mal so. Aber ich denke, das ist auch noch so. Ich glaube, in Deutschland geht es auch teilweise. Also wenn die sagen, massiv überschritten oder so. Ja, aber die dürfen dann halt dafür keine Strafen aussprechen, weil es halt nicht beweisen können. Also, das muss dann ja mal alles mit ihrer komischen Videozeug und alles, muss das ja alles nochmal... Ja. Sagen wir es so, uns betrifft es ja nicht, wir fahren immer ordentlich. Ja, und die kann wo wir hier steuern, die können eh nicht schneller. Also. Warum ist denn da drüben noch so garstig viel drauf? Hier sind die Streifen schon fast weg und da drüben ist noch fast alles da. Weil du es unregelmäßig gemacht hast. Ja, ich merke das schon gerade. Ich bin voll der Noob, ey. Stell gleich einen Helfer ein. Und ich war so froh, als ich dich da fahren gesehen habe, dass du da fit bist, wie du rückwärts beim Truck-Simulator den Hänger abgeholt hast und so weiter. Da habe ich gedacht, mit dem möchte ich spielen, aber nix ist. Ja, hast du dich eigentlich schon mal jetzt so ab und an schon mal so eine Nachricht gekriegt, dass da irgendeiner mit dir mal zocken will oder so? Ja, sehr viele Multiplayer-Anfragen. Aber leider, wie gesagt, mit Zeit ist das sehr schlecht. Ah, du bist leer, ne? Ich bin leer, ich glaube. Achso, habe ich schon gehört. Ja, deswegen ist ja die Idee, wenn wir hier den Surf einfach laufen lassen und dann kann der andere ja immer... Oh, was? Das ist ja der Vorteil dran. Das deswegen... ist noch das recht Interessante, dann kommst du drauf und erst mal gucken, was der jetzt gemacht hat. Ja, deswegen habe ich es ja auch angenommen. Anders hätte ich gesagt, wir schaffen es nicht regelmäßig. Nee, das kann ich ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Genau. Wir arbeiten ja beide Schicht, mehr oder weniger. Und das ist immer schwer, Termine zu finden. Ab und an, wenn es mal passt, dann kann man ja mal wieder was zusammen im Part machen. Ja.